Beim diesmaligen Sachbuch geht es um die Wurst. Was du wissen musst, wenn du gern Fleisch isst. Ich würde sagen, das eignet sich für Kinder ab 7. Wenn uns bewusst wird, dass jedes Würstchen, jedes Schnitzel einmal ein lebendiges Tier war, dann stellen sich eine Menge Fragen. Hat dieses Tier, dessen Fleisch ich gerade esse, artgerecht gelebt und wie ist es gestorben? Schadet Fleischproduktion unserer Umwelt und dem Klima und ist Fleischessen überhaupt gesund? Oder wäre es nicht vielleicht besser, ganz oder teilweise auf tierische Produkte zu verzichten? Wenn man sich mit Ernährung beschäftigt, sollte man bei den unterschiedlichen Ernährungsformen anfangen. Unter allen Lebewesen gibt es Fleisch, Pflanzen und Allesfresser. Weil wir Menschen Allesfresser sind, können wir uns von Pflanzen und von Tieren ernähren. Damit ist erst einmal grundsätzlich festzuhalten, dass Fleischessen für uns Menschen nichts Unnatürliches ist. Dennoch kann es eine Menge Gründe geben, auf tierische Produkte zu verzichten. Ich möchte euch einmal aus dem Kapitel Tiere lieben, Tiere essen etwas vorlesen. Tiere sind fühlende Lebewesen. Ist es in Ordnung, sie zu töten und zu essen? Hast du ein Haustier, ein Hamster, ein Kaninchen, vielleicht ein Hund? Wenn ja, dann siehst du das Tier wahrscheinlich als ein richtiges Familienmitglied an, hast es lieb und bist traurig, wenn es stirbt. Und du könntest dir niemals vorstellen, dein Tier zu essen, oder? Aber fast jede Tierart, die bei uns als Haustier gehalten wird, dient auch irgendwo auf der Welt als Nahrungsmittel. Da muss man gar nicht bis nach China gehen, wo in einigen Gegenden Hunde und Katzen als Delikatessen gelten. In Deutschland zum Beispiel wird manchmal Pferdefleisch gegessen. Das finden Menschen in anderen Ländern unvorstellbar. Und auch das Kaninchen ist sowohl ein Kuscheltier als auch ein Nutztier, das Fleisch gibt. Die wenigsten Kinder sehen, wie Schweine, Hühner und Rinder heute leben und erst recht nicht, wie sie sterben. Das Fleisch, das wir essen, kommt vom Metzger oder aus dem Supermarktregal. Und viele Menschen wollen gar nicht so genau wissen, wie es dahin gekommen ist. Auch die meisten Erwachsenen können sich nicht vorstellen, selbst ein Tier zu töten, um es zu essen. In diesem spannenden Sachbuch wird das Fleischessen als solches überhaupt nicht verteufelt. Es zeigt aber in aller Deutlichkeit, dass Tiere von ihrer Geburt bis einschließlich ihres Todes unsere ganze Wertschätzung verdienen. Schön wäre es, wenn alle Tiere auf Bauernhöfen leben könnten, wie wir sie aus Bilderbüchern kennen, wo Kühe auf der Wiese grasen, Hühner auf dem Hof umherflattern und Schweine sich in Schlamm suhlen. Aber leider ist das nicht immer so. Ganz am Ende des Buches wirft der Autor noch die Frage auf, ob für unsere zukünftige Ernährung Insektenfleisch vielleicht eine Alternative wäre.